You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, Schiami hier und willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary und natürlich auch wieder hier im Pre-Patch unterwegs. Das heißt, das ist eigentlich das erste Mal, dass ich wirklich Fury im PvP gerade spiele. Wir spielen gerade Kriegsmaschine, Sturmblitz, plötzlicher Tod, Kriegsbemalung, Gemetzel, Drachengebrüll und Aggressionsmanagement. Und hier haben wir noch Todesurteil, Zauberreflexion und Barbar. Und mein Gear sehen wir hier, 225 Item Level und Kaskorov als auch Gorschalach als Trinket. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob wir hier denn eventuell irgendwas reißen können. Ich komme noch überhaupt nicht klar, also nicht wundern, dass ich hier gerade überreinsacke. Nein, jetzt freest er mich exakt in dem Moment. Aber wir können hier mal Recklessness ziehen. Gehen hier lieber mal Wall zur Sicherheit. Oh, die haben alle Ding Reflex drinnen. Oh. Da springen wir ein bisschen zurück. Das wäre fast in die Hose gegangen. Aber ich glaube, wir kriegen den Priester da. Exekuten können wir ihn. Wunderbar. Priester ist down. Der Krieger ist auch down. Eventuell können wir nochmal reingehen. Ich glaube, wir haben den einen Turm nicht. Nein, wir haben den einen Turm nicht. Ich bin so hart geslowt. Da steht halt 50%. Ich weiß, dass man skillen kann. Das ist noch mehr slow. Da stimmt halt der Tooltip momentan nicht. Ich kann hier gerade irgendwie nur rumwirbeln. Also der Magier-Slow, der triggert mich schon ein bisschen im Pre-Patch. Da waren wir Parler-BG gerade vorher nicht anders. Da hat mich auch der Slow ein bisschen aufgeregt. Wir können den hier mal stunnen jetzt. Der war not bad, der war not bad. Jetzt haben wir nur noch den guten Hexer. Da sollte auch mein Trinket noch brocken. Wobei, es geht sich gerade nicht aus. Ah, da geht direkt in die Shell rein. Wir können schauen, ob wir den Turm ganz oben schnell kriegen. Nein, hier ist genau Respawn. Okay, das war schlecht. Da laufen wir nicht rein. Da sind wir tot, wenn wir reinrennen. Deswegen gehen wir lieber Richtung anderen Turm. Eventuell. Doch, wir haben beide. Okay. Wir könnten den Zerg zwar gewinnen, aber ich würde lieber hier rüber gehen. Das sind ein bisschen weniger. Wir haben hier nur einen Priester. Und was ist das hier? Der Krieger ist auch noch hier. Wir müssen auf jeden Fall schon mal ganz hoch gehen. Weil wenn wir nicht ganz hoch gehen, dann kriegen wir natürlich den Tap hier auch nicht. Da gehen wir gleich rein. Oh mein Gott, der stunt mich instant. Was? Was war das? Alter, what the fuck hat mich gerade gehittet? Warte, mein Deathlock geht nicht ordentlich. Ich glaube, das war der Stormstrike? Nein. Was hat mich gerade gehittet? Arkaner Schuss? Ich sehe keine so hohe Schadenszahl. Ah, doch, hier, gezielter Schuss vom Hunter. 2x14k, was? Ach so, der spielt... Ah, ich weiß schon. Der spielt mit diesem Ding-Talent, mit diesem... Da gibt es dieses neue Talent, das ist, ich meine, ich mag MM gerade mega, weil es gibt dieses Talent, wo der gezielte Schuss zweimal kommt. Das ist irgendwie so, das ist so ein gelbes Icon. Gut, das war unlucky. Das versuchen wir nochmal. Ist immer wieder lustig. Pre-Patch ist halt jedes Mal eine Fiesta im BG. Es sind immer Sachen halt, die komplett broken ist, aber gerade das ist das Witzige irgendwie. Ich habe keine Ahnung, es macht mir immer mega viel Spaß in jedem Pre-Patch. Einmal war Paladin auch so broken, da hat irgendwie gefühlt jeder Hit gewonnen-hittet. Ah, der Krieger geht wieder rein. Den slowen wir gleich mal weg. Nicht so mega Bock auf den. Die Dornen können wir reflekten. Jetzt stun er mich. Dragon's Roar. Da kommt nochmal das Selfie plus Iron Bug. Dann gehen wir ein bisschen zurück, weil ich habe hier gerade nicht wirklich Heilung. Ich spiele gerade nicht wirklich mit Heal-Talenten. Jetzt können wir hier ein bisschen auf den Priester gehen. Wobei, die haben halt auch noch einen Heiler mit dabei. Wir können hier mal kurz... er Bladestormt genau mein 4. Bladestorm macht jetzt auch wieder massiven Schaden. Ah, lass mich hier. Nein, das ging sich gerade nicht aus. Gerade nicht ausgegangen, dass ich den Charge Heal nochmal kriege. Wobei, ich spiele nicht mit Charge Heal, aber ich hätte halt noch Blutdurst machen können. Wie viel hielt das gerade? 5%. Ist auch nicht bad, wenn man alleine... Ich meine, wir haben gerade mehrere Heiler im BG, also macht es nicht wirklich Sinn, damit zu spielen. Aber normalerweise Frischfleisch und wütende Anstürme hört sich auch nicht bad an. Weil es sind ja 250% mehr Heilung dadurch und dann nochmal hier 20% mehr. Das ist wie wenn du mit dem Talent vorm Patch, also mit dem wütender Regeneration, eingecharged hast und dann Blutdurst machst. So ist in etwa jetzt. Das ist irgendwie ziemlich cool, wenn man alleine halt unterwegs ist irgendwie im BG. Wir sind hier kaum Leute. Ich will da nicht wirklich reingehen. Ich kann einen Pet killen eventuell. Ich will gerade wirklich da nicht komplett reingehen, weil sonst bin ich wieder instant tot. Das überlebe ich halt einfach nicht. Da müssen wir ein bisschen defensiv spielen. Okay, mal hier Bats. Wobei, jetzt kommt der Feral rein. Wir können ja eigentlich Rack ziehen. Da machen wir gleich noch Shout an und dann sollte eigentlich liegen. Wunderbar. Execute ging durch. Dann schauen wir, dass wir hier reinchargen. Reflect ist an. Falls mich hier nochmal einer dotten will, dann stunnen wir den hier kurz. Ich kriege einen Death Coil und ich sollte wieder tot sein. Ziehe ich sicher, ja. Wo sind die restlichen Heiler? Es sind alle Heiler Mitte. Aber man droppt halt momentan so schnell. Ich liebe halt dieses extrem schnelle Gameplay. Also wenn wirklich Schadenszahlen hoch sind und Heilungszahlen und so weiter hoch sind. Also wenn ich einer healt, bis irgendwie instant voll. Wenn ich
keine Ahnung, wenn du halt komplett ausrastest und dann direkt tot sowas liebe ich. Das erinnert mich immer so an VOTLK und Cutter, wo du halt da oben ist Ink, wo du halt zum Beispiel, keine Ahnung, VOTLK hast halt Mage Shatter gemacht und einer war direkt tot oder so. Das, ich weiß nicht, ich mag das einfach, wenn das so schnell geht. Vor allem in Arena ist halt angenehm, wenn Games halt nicht immer bis ins Deep Dampening laufen, vor allem mit in Twos oder so, mit Heal DD oder so. Der läuft da vorne gerade ein bisschen weg, deswegen gehen wir da nochmal rein. Schauen wir, ob wir den hier blinden können. Ja, können wir. Dann kommt Kidney. Eventuell kommt er noch blinden, aber es sieht gerade nicht danach aus. Wir können ihn eventuell noch ganz kurz vieren. Schauen wir, ob er hier was benutzt. Nein, das ist so unlucky. Ich wollte ihn vieren, damit er trinketet. Und jetzt trinket er und blindet mich. Oh, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, please. Lass mich stunnen. Das ist gut. Vielleicht kriegen wir ihn gerade noch down. Nein. Tot von oben. Nein. Oh mein Gott, ich wusste, dass er blind hat. In dem Moment, wo ich hingecharged habe, habe ich mir gedacht, es kommt jederzeit blind. Deswegen war der Kidney vielleicht nicht so schlau. Mit der Insi. Ich hätte, glaube ich, beim Kidney einfach direkt Dev-CD ziehen sollen. Ich tue mir halt so schwer gerade noch. Es ist halt wirklich eine Umstellung. Im Gegensatz vom Fury halt überhaupt. Weil vorher war es beim Fury halt wirklich, du gehst halt immer für diesen One-Shot und außerhalb vom One-Shot hast du fast keinen Schaden. Und jetzt ist halt irgendwie, du hast immer Schaden. Aber dafür nicht mehr, ja gut, Survival hast du eigentlich mehr, aber die Schadenszahlen sind dann dementsprechend jetzt hoch. Weil du hast ja jetzt zusätzlich, du kriegst ja nicht mehr diesen Debuff, dass wenn du Enraged bist, dass du mehr Schaden erleidest. Es gibt ja nur noch, oh boy. Wir sind hier immer unter Unterzahl. Wo sind unsere Leute die ganze Zeit? Ich will halt nicht in den Zerg reingehen, wo ich halt instant kippe gerade. Was haben wir hier? Doch, hier sind drei Heiler oder zwei Heiler, oder? Ne, wo ist der andere Priester? Okay, der andere Priester. Ach, der eine Priester Death das ganze Game. Hey, Mann. Ah, das triggert mich gegen den Rogue gerade. Geil, dafür können wir den DK hier fix legen. Dann können wir eventuell hier reingehen. Nein, können wir gerade nicht, weil das war ich. Mein Top-Targeting geht auch nicht mehr seit dem Patch. Ich glaube, ich sterbe hier wieder einfach weg. Wo sind die Healer jetzt? Heal! Oh mein Gott! Wo sind unsere Heiler? Das ganze Game. Man lasse mich nicht im Sekundentakt sterben, Mann. Ich stehe hier da wie ein Idiot gerade. Also ist ja wie beim Parler gerade eben, Mann. Jedes Mal, wenn ich reingehe, bin ich einfach instant tot gerade. Vielleicht sollte ich wirklich Arms spielen und wobei, ich habe halt gleich viel Damage-Verringerung eigentlich. Durch Kriegsbemalung ist eigentlich ziemlich gleich. Ist der gerade runtergefallen oder ist der. Ah! Oh mein Gott, war das gerade ein Fehler. Da kommt der Blind. Dann slowen wir den hier direkt. Er gibt mir Solar Plexus, da können wir Ding ziehen. Dann stunt er mich nochmal ganz kurz und jetzt können wir eigentlich ausrasten gegen ihn hier. Dragon's Roar für ein bisschen mehr Damage hier. Dann will er hier weg. Ich habe gerade keinen Leap. Könnt ihr nochmal slowen? Jetzt rastet er auf mich aus, dann ziehen wir gleich mal Dev-CD. Er zieht auch Dev-CD, wir vieren ihn ganz kurz. Schauen wir, ob er ihn zieht. Nein, zieht er sogar nicht. Oh, jetzt mischt er sich. Jetzt kriege ich Heilung, Mann. Jetzt, wo ich mir One-on-One geben wollte. Jetzt können wir ihn hier noch was stunnen. Insi sollte eigentlich noch haben, normalerweise. Aber er benutzt sie gerade nicht. Ach, stimmt, ich muss hier Wirbelwind in meiner Downtime jetzt einsetzen. Genau, da war ja was. Da dann nochmal von der Schippe springen. Wobei, deckt ihn nochmal auf. Dann nochmal anchargen. Ja gut, das war schade. Ich wollte gerade ein One-on-One machen. Gerade beim One-on-One lerne ich halt halbwegs, wie ich meine Klasse zu spielen habe. Tappen die Flagge? Nein, die tappen gerade nicht, sonst würde ich nochmal reinchargen. Aber wir können eigentlich hier den DK ein bisschen bearbeiten, zumindest mal. Schauen wir, ob wir den down kriegen. Den kriegen wir down. Der Armsmar ist am Bladestorm. Den sollten wir eventuell auch down kriegen. Nein, ich droppe halt schon wieder instant. Oh meine Gott, Alter. Ich bin halt so schnell da. Jetzt habe ich halt eh schon das Talent drinnen. Während es Wodanfalls alleine die 10% weniger Schaden. Das heißt, jedes Mal, wenn es mich enraged, also wenn ich mit Blutdurst kritte oder halt Toben mache, dann habe ich halt eigentlich diese Damage-Verringerung und ist halt eh fast immer ab. Aber irgendwie zerstören die mich ein bisschen. Wer nimmt hier die Flagge? Der Hexenmeister. Ob wir da ganz fix rankommen? Please, gelinks. Gelinks, 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 gelinks. Der Schurki stickt drauf. Wir gehen dran vorbei. Zieht direkt weg. Und er stunt mich kurz. Wir können hier kurz den 4 unterbrechen. Das geht sich wieder nicht aus. Da bin ich wieder vor Ort tot. Alle drehen um instant der Flagge zu helfen, Mann. Oh mein Gott. Wir führen zwar. Und wir haben sogar 3 Basen jetzt. Aber ich sterbe halt wirklich im Sekundentakt gerade. Nehmen wir einen Bersi. Nehmen wir einen Bersi mit, damit wir noch mehr Schaden kriegen. Noch schneller sterben. Darf das hier einer? Doch, da drüben haben wir einen Paladin. Da inkt allerdings schon der Schurke. Schauen wir mal, eventuell einen Schurken down kriegen.
Jetzt würde ich ja gerade viel lieber in Hybriden spielen, wie Paladin, Schamane oder Druide oder irgendwas. Was haben wir hier? Hier ist noch ein Schurke. Schauen wir, ob wir den Infight holen können gerade. Ah, er reopened instant. Wir gehen instant Death CD gegen seinen, seinen Damage hier. Dann slowen wir ihn instant. Dann schauen wir, ob wir ihn incubaten können. Warum genau immun gegen 4? Warte, was? Was wäre jetzt los? Alter, habe ich schon meisten Tode mittlerweile, oder nicht? Ja, ja, mit 8, Alter. Was passiert hier gerade? Ich werde so zerstört andauernd. Eigentlich soll ich nicht lachen. Eigentlich wäre es jetzt schon zum Weinen, Mann. Holy shit, Alter. Der gibt aber nicht ab. Ja gut, er will halt mit einem Turm nicht abgeben. Aber den zweiten... Ja gut, den können wir nicht halten. Das sind zu viele Leute. Kriegen wir jetzt Mitte? Geben die jetzt ab oder was machen die mit der Flagge jetzt genau? Wir stehen halt irgendwie... Jetzt stehen wir mal halbwegs in einem Zerg zusammen. Jetzt könnten wir eigentlich mal hier die komplette Gruppe wipen. Wäre eigentlich mal an der Zeit hier. Der stirbt schon mal weg. Und jetzt... Da haben wir nochmal einen Schurken. Der Schurke geht direkt Stealth, wird aber wieder aufgedeckt. Dann will er sich hier rüber hocken, warum auch immer. Solar Plexus können wir wieder Berserker ziehen. Dann hat er ihn sie raus, stunt mich aber nochmal, stunt ihn nochmal. War allerdings schon wasted, weil er schon stunt war. Der Druide will reingehen, einfach so oder was? Einfach so. Oh mein Gott, da kommt schon wieder alles. Ich bin mir halt nicht sicher, ob ich gerade geheilt werde. Der hat Instant Parry an. Da können wir nicht wirklich supporten in irgendeiner Art und Weise. Wir können allerdings eventuell auf den Magier hier gehen. Den locken wir mal ganz kurz Frost. Die switchen auch schon wieder instant auf mich hier rüber. Dann können wir vielleicht... Nein, können wir nicht, weil ich keine Mobility gerade habe, solange ich im Freeze bin. Doch jetzt können wir den kurz vieren. Schauen wir, ob er in sie ist. Jetzt wird er leider gestunt auch noch. Eventuell können wir den anderen Healer drüben stunnen kurz. Dann können wir nämlich den hier finishen. Wunderbar, die Insi hat er auch noch raus. Jetzt läuft es ein bisschen besser gerade. Vielleicht sei ich dann gleich nicht beim meisten Tode. Oh mein Gott, Alter. Der Passiv-Slow vom Magier. Triggert. Komplett triggert. So, jetzt gehen wir hier direkt rein. Er blinkt natürlich wieder. Da können wir direkt wieder anchargen. Er geht einfach instant Block mit Voll-HP. Ja, vielleicht kriegen wir den Druiden down. Ich kann gerade ein bisschen ausrasten hier. Wobei, er wird gefeiert. Kann das hier im Berserker Rage ziehen. Dann können wir den Vari hier ganz fix executen. Den kicken wir auf Frost. Wird hier nochmal gestunt. Sieht allerdings Human in sie. Können wir nochmal stunnen. Wir können nochmal Reflect, falls er nochmal seine Ice Nova macht. Ich weiß gerade nicht, wie lange die Cooldown hat. Oh mein Gott, Alter. Er survived halt, weil der eine da hinten... Ah, der pumpt einen zweiten, wie ich okay. Ich wollte schon sagen. Wie kann der so gut überleben? Aber ich nicht mal. Ja gut, er kitet halt die ganze Zeit. Ich komme da nix ran hier. Oh mein Gott, ich ziehe FCD. Der FCD ist an. Dann rasten wir hier eventuell am Vari ein bisschen aus. Wobei, das haut auch nicht so ganz hin. Gehen hier nochmal auf den Schurken. Wobei, da kriegen wir auch nicht recht Damage rein. Ich würde halt so gerne Healer killen. Aber wenn ich jetzt zu weit weggehe, dann bin ich halt wieder direkt tot. Wir machen hier nochmal HP-Shout. Dann fieren wir hier mal kurz rein, weil ich krieg derbe auf Fresse gerade. Ich krieg sogar eine Melee-Bubble. Wunderbar. Vielleicht kann ich da ein bisschen was machen. Ich bin halt so im Slow von dem einen die ganze Zeit. Hey, ich kann nicht recht connecten, Mann. Jetzt. Boah, jetzt bin ich nochmal tot. Nein, stun. Oh mein Gott, gerade am Abschluss vom BG nochmal. Damit ich immer noch Erster bin bei den Toten. Läuft nicht so mega für mich. Läuft nicht so mega. Da muss ich definitiv noch mehr üben, damit das wieder besser läuft als vorher. Oder als jetzt, haben wir so. Was haben wir hier, Schurke? Ah, da geht sich nichts mehr aus. Aber alles in allem macht es trotzdem Spaß momentan. Aber es hilft halt nicht. Ich wurde hier ein bisschen sehr oft zerstört, würde ich mal fast behaupten. Schaden war auch nicht so berauschend. Ich meine, ich muss noch ein bisschen mit den Talenten üben und ich bin immer noch drin, dass Wirbelwind jetzt Filler ist in dem Sinne. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben, wenn ihr noch Fragen habt, immer ab damit. Und in die Kommentare, vergesst nicht mir auf meinen Social Media Networks folgen. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.